Es ist soweit. Langsam, aber sicher schmilzt der Winter dahin. Am 20. März ist Frühlingsanfang. Und wer genau hinschaut, entdeckt auch schon seine Vorboten. Dazu gehören auch die vielen Hobbysportler, die es zusehends wieder nach draußen zieht. Doch bevor die verstaubten Laufschuhe oder Nordic Walking Stöcke wieder rausgeholt werden, raten Experten zunächst zu einem Arztbesuch. Einfach mal die Sporttauglichkeit untersuchen lassen beim Arzt. Sollte man sowieso regelmäßig machen, meistens spricht man von jährlich. Und das Allerwichtigste ist, ganz gemütlich anfangen. Etwa mit Nordic Walking, gesunde Bewegung ohne Leistungsdruck. Da Sport in der Gruppe mehr Spaß macht, gibt es allein in Hamburg über 30 Lauf- und Walking-Treffs. Das Erfolgskonzept sogenanntes niedrigintensives Training. Jeden Tag ist total übertrieben. Die Wissenschaft spricht von 2 bis 3 Mal die Woche. Ein guter Rahmen insgesamt, so als Überblick, egal wie man es verteilt, sind 2 bis 4 Stunden in der Woche moderates Training, am ehesten Ausdauertraining. Fit in den Frühling, mit Bewegung in der Natur, frischer Luft und Austausch mit Gleichgesinnten. Die Möglichkeiten dafür sind in Hamburg optimal. Viele nützliche Tipps und vor allem jede Menge Kontaktadressen finden Lauf- und Walking-Begeisterte im Internet. Dem Weg vom Computer ins Freie steht nun nur noch einer im Wege, der eigene Schweinehund.